Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Teil 2 der Neuzugänge für den November. Ich hatte ja erzählt, dass sich da einiges bei mir angehäuft hat und ihr habt ja vielleicht das Neuzugänge-Video Teil 1 schon gesehen mit meinen Büchern aus der Bücherei, Rezi-Exemplaren und die Bücher, die ich bei eBay gekauft habe. Heute gibt es ausschließlich Bücher, die ich bei Tauschticket ertauscht habe und das sind auch wieder einige. Also ich glaube, das sind 13 oder 14 Stück oder so und ich hatte, wie gesagt, ja ein paar Bücher oder, das heißt ein paar, ich hatte einige Bücher halt bei Tauschticket eingestellt. Die wurden dann auch sozusagen getauscht und ich habe mir dann für die Tickets, die ich dafür bekommen habe, auch direkt neue Bücher eingesackt. Und es sind einfach so geniale Bücher dabei. Also ich freue mich über natürlich jedes einzelne. Viele davon haben auch irgendwie schon so auf meinem Wunschzettel gestanden. Da bin ich so drumherum geschlichen die ganze Zeit und jetzt habe ich die und ich freue mich riesig auf jedes einzelne. Wirklich sind ganz tolle Bücher dabei. Und vom Zustand her kann ich auch echt bei keinem einfach meckern, weil ich glaube, die sind einfach alle super in Schuss. Ihr werdet es ja sehen. Ich zeige euch die jetzt und da bin ich mal gespannt, was ihr so dazu sagen werdet. Fangen wir an mit einem Buch, was einfach nur mega genial aussieht. Das ist der erste Teil. Und ich liebe einfach das Cover. Es ist einfach so dermaßen genial. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich freue mich mega. Und zwar handelt es sich dabei um Maxime Chatham Altera, die Gemeinschaft der Drei. Das ist der erste Teil. Und guckt mal bitte, wie genial das Ganze aussieht. Ich finde es richtig, richtig hübsch. Also dieses Cover ist einfach, ja, es ist genial. Von vorne sieht es so aus. Von hinten sieht das Ganze auch nochmal ganz cool aus. Wenn man den Schutzumschlag abmacht, dann ist das einfach schwarz, soweit ich weiß. Aber es ist trotzdem total cool. Sieht richtig schön aus. Und ich finde auch, dass sich der Klappentext natürlich mega genial anhört. Ein Orkan bricht über New York herein. Innerhalb weniger Stunden versinkt die Stadt in Eis und Schnee. Aus der Dunkelheit, die folgt, schießen blaue Blitze hervor. Als sie verschwunden sind, ist die Welt eine andere geworden. Gefährlich und wild. Ohne Technik und Zivilisation. Und ohne Erwachsene. Übrig sind nur die Kinder, unter ihnen Matt, Tobias und Ambre. Gemeinsam machen sie sich auf in ein unglaubliches Abenteuer. Ja, und ich finde, es klingt einfach auch genial. Das Ganze ist ja der erste Teil, ich weiß nicht, habe ich das gerade gesagt. Und das ist ja eine Trilogie oder eine Quadrologie. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich meine, es sind 4 Bände. Ja, und an den zweiten, da werdet ihr gleich sehen, da bin ich auch dran gekommen. Ab dem dritten wird es schon ein bisschen schwieriger. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und freue mich. Das ist der zweite Teil. Das ist Altera im Reich der Königin. So sieht es aus. Das sieht auch mega cool aus. Es spiegelt hier auch so richtig. So sieht es von vorne aus. So sieht es von hinten aus. Unterm Schutzumschlag sieht es genauso aus wie bei dem anderen. Das ist komplett schwarz. Und alleine wegen den Covern muss man es irgendwie schon kaufen, finde ich. Aber ich bin richtig gespannt drauf. Zum zweiten Teil werde ich euch natürlich nichts sagen. Ich will mich auch selber nicht spoilern, ne? Dann geht es weiter mit einem Buch, das ist noch relativ neu. Und da haben schon so viele eine Rezension zugedreht. So viele haben es schon gelesen, sind sehr, sehr begeistert davon. Ich habe es, glaube ich, unter anderem bei Agathe Knoblauch auch gesehen. Und die fand es halt auch super gut. Und deshalb habe ich mir das eigentlich auch gekauft oder beziehungsweise getauscht. Von Patricia Spichalski, Bevor die Nacht geht. Sieht so aus. Und da geht es ja um Kim und um Jakob und die treffen sich im Prinzip am Samstagabend in einer Berliner S-Bahn. Bei den beiden ist es Liebe auf den ersten Blick, aber es ist so, dass Jakob sozusagen die Stadt am nächsten Tag verlassen wird für ein ganzes Jahr und Kim versucht ihn halt zu überreden, dass er bleibt. Sie zeigt ihm all ihre Lieblingsorte und er folgt ihr halt durch Straßen, Parks und Cafés. Und ihnen bleibt im Prinzip nur ein Tag und eine Nacht. Und was in dieser Nacht mit den beiden passiert, was sie alles erleben werden, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Aber da natürlich alle sehr, sehr begeistert davon sind, freue ich mich auf jeden Fall. Vielleicht kann das Buch auch Berlin mir ein bisschen näher bringen, weil ich war noch nie in Berlin und ich muss sagen, mich zieht da eigentlich auch überhaupt nichts hin. Alle, die schon mal da waren, die sind so immer so mega begeistert davon, aber ich weiß nicht, ne? Also ich mag Großstädte sowieso nicht besonders. Und das ist natürlich eine Riesenstadt, ist ja klar. Und
ich wüsste nicht, was ich da sollte, sag ich mal. Da zieht mich wirklich eigentlich gar nichts hin irgendwie. Und vielleicht ändert dieses Buch das ja. Ich bin mal gespannt. Dann gibt es hier ein Buch, das ich auch schon gelesen habe. Das ist von Delphine de Vigan, No und ich. Und dazu wird es eine Rezension auch geben, beziehungsweise vielleicht habt ihr die schon gesehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Und da geht es im Prinzip um Lou. Lou ist 13 Jahre alt, genau, sie ist hochbegabt und sie soll ein Referat halten und entscheidet sich für das Thema Obdachlose. Sie möchte im Zuge dessen eine Obdachlose interviewen. Warum sie auf der Straße ist, wie es auf der Straße ist, wie es dort zugeht und so weiter und so fort. Dabei trifft sie No und sie möchte No im Prinzip dort aus ihrer Not irgendwie heraushelfen. Das ist sozusagen ihr neues Projekt, ihr zu helfen, und ob sie es schafft oder nicht, das muss man natürlich selber lesen. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön, das Buch, hat mir gut gefallen und mehr würde ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Dann habe ich ein Buch ertauscht. Da war ich auch ziemlich heiß drauf, muss ich sagen. Ich habe von dem Autor selber noch nichts gelesen. Ich kenne aber eine Serie, die sozusagen auf seinen Büchern beruht. Und finde einfach, dass sich dieses Buch auch absolut dermaßen genial anhört. Vom Klappentext her, da bin ich echt auch mega gespannt drauf und hoffe, dass mich das begeistern wird. Und zwar ist das von George R. R. Martin, Das Spiel der Spiele, Wildcards. Ich finde, es sieht einfach nur cool aus, auch vom Cover her. Und in diesem Buch geht es um Folgendes. Kandidaten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten gibt es viele. Da ist zum Beispiel Lohengrin, der eine undurchdringliche Rüstung heraufbeschwört, oder Jonathan Hive, der sich in einen Wespenschwarm verwandeln kann. Doch welcher von ihnen ist der größte Held? Diese Frage soll American Hero, die neueste Castingshow im Fernsehen, endlich klären. Für die Teilnehmer geht es um Ruhm und um sehr viel Geld. Dadurch erkennen sie beinahe zu spät, was wahrer Heldenmut ist. Ich finde, es klingt einfach richtig gut. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und dann geht es weiter mit einem Thriller. Das ist ja, glaube ich, auch eher ein Jugendthriller. Ich bin mal gespannt, wie ich den finden werde. Denn von Jugendthrillern, sage ich mal, bin ich ja eigentlich immer eher begeistert als von richtigen Thrillern, sage ich mal. Da bin ich ja eigentlich dann eher zwiegespalten. Meistens gefällt mir das ja nicht so. Und zwar geht es um Schweig, still, süßer Mund von Janet Clark. Sieht so aus. Cover finde ich auf jeden Fall mal schön. Ich würde sagen, so typisch Thriller-mäßig sieht es ja eigentlich nicht aus. Aber okay. Janas beste Freundin Ella ist verschwunden. Auch wenn die Polizei nicht an ein Verbrechen glaubt, steht für Jana fest, Ella würde niemals einfach so abhauen. Sie beschließt, auf eigene Faust zu recherchieren. Dabei kommen Dinge ans Tageslicht, die Jana an ihrer Freundschaft zu Ella zweifeln lassen und die sie in große Gefahr bringen. Denn ihre Suche hat sie dem Täter nahegebracht. Zu nah. Ja, klingt ja auf jeden Fall schon mal interessant. Ich bin mal gespannt. Und dann geht's weiter mit einem anderen Buch von Polly Schulman, Die geheime Sammlung. Cover sieht so aus, finde ich auch total ansprechend, finde ich super schön. Es ist nicht leicht, eine Außenseiterin zu sein. Doch dann bekommt Elisabeth einen Aushilfsjob in einem besonderen Museum, dem Repositorium der verleihbaren Schätze, in dem man Kunst und Krempel, Wertvolles und Verrücktes ausleihen kann. In den geheimnisvollen Lagerhallen findet Elisabeth endlich echte Freunde, die bereit sind, mit ihr durch dick und dünn zu gehen. Und sie braucht sie dringender, als sie geahnt hat. Denn verborgen im Keller gibt es noch eine geheime Sammlung, deren Schätze ungewöhnliche Kräfte haben. Von diesem Buch hatte ich ja bisher eigentlich noch nie was gehört. Aber so bei Amazon und so, da ist es wirklich sehr, sehr gelobt worden. Und ich mag einfach das Cover total gerne. Ich finde, das Ganze klingt auch schon super. Und aus diesem Grund ist das jetzt hier bei mir eingezogen. Dann gibt es ein Buch von einer Autorin, wo ich auch schon mehrere Bücher von gelesen habe. Ich weiß es gar nicht. Drei Bücher kann das sein. Ich habe Lucian gelesen, ich habe Isola gelesen, ich habe Whisper gelesen. Ich weiß nicht, hat die noch andere Bücher geschrieben? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist Imago bei mir eingezogen von Isabel Abedi. Das Cover ist eigentlich ja eher so jetzt nicht so schön. Es gibt da ja auch andere Ausgaben, die gab es aber nicht bei Tauschticket. Und ich wollte dieses Buch hier unbedingt haben und deshalb ist es jetzt so bei mir eingezogen und sieht eigentlich aus wie neu. Von daher bin ich damit auf jeden Fall zufrieden.
Wanda liebt sie, diese Minuten vor Mitternacht, kurz bevor auf ihrem Radiowecker alle vier Ziffern auf einmal wegkippen und eine ganz neue Zeit erscheint. Doch heute um Mitternacht verändert sich nicht nur das Datum für Vanya. Sie bekommt eine geheimnisvolle Einladung zu der Ausstellung Vaterbilder und damit einen Schlüssel, der die Tür zu einer anderen Welt öffnet, in das Land Imago. Ja, finde ich, klingt auch super. Dann gibt es hier noch ein Buch, das ist der vierte Teil einer Reihe im Prinzip, wo ich gerade mal das erste von gelesen habe. Teil 2 und 3 steht noch in meinem Bücherregal, aber ja, der erste Teil hat mir auf jeden Fall schon mal gut gefallen. Und das Ganze gab es hier nämlich für relativ wenig Tickets. Ich weiß es gar nicht, 2 oder 1 vielleicht nur. Es hatte mich auf jeden Fall gewundert, weil es ja eigentlich noch nicht so alt ist, sagen wir mal. Ja, und deshalb habe ich mir das einfach mal mitgenommen, weil ich einfach die Protagonistin auch genial finde. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich diese Reihe halt weiterverfolgen möchte. Wie lange das Ganze jetzt natürlich dauert, bis ich das dann tatsächlich lese, weiß ich nicht. Aber dann habe ich es auf jeden Fall schon mal. Und zwar ist das Flavia de Luz, Vorhang auf für eine Leiche von Alan Bradley. So sieht's aus. Und ich meine, finde ja sowieso diese Cover von dieser Reihe einfach nur genial. Also die mag ich auf jeden Fall super gerne. Und ja, Flavia ist halt eben auch total genial und ich erzähle mal einfach nichts dazu. Obwohl das Ganze ja irgendwie mal abgeschlossene Fälle sind, könnte ja vielleicht eventuell dann der Klappentext doch ein bisschen spoilern, man weiß es ja nicht, ne? Dann gibt es ein Buch, was ich einfach nur auch super schön finde. Und da habe ich irgendwie was von gelesen, dass das so ein bisschen wie Alice im Wunderland ist. Ja, ne? Und da war ich natürlich schon gekauft, das wollte ich dann unbedingt haben. Und als es hier angekommen ist, war ich dann eigentlich relativ entsetzt, wie dick das ist. Es hat so um die 550 Seiten, ist natürlich eigentlich gar nicht so dick. Es sieht irgendwie so, wenn man sieht, dicker aus, als es tatsächlich ist. Es ist von Lilach Meer, Der siebte Schwan. Ich finde das Cover eigentlich ganz nett und vor allen Dingen finde ich, dass sich das sehr gut anhört. Schleswig-Holstein im Jahr 1913. Die 14-jährige Mina lebt mit ihren Eltern auf einem gemeinsamen Gutshof. Ihr liebster Zeitvertreib ist es, auf dem Dachboden zur Melodie einer halb zerbrochenen Spieluhr zu tanzen. Diese Uhr jedoch birgt ein Geheimnis, das Minas Welt für immer auf den Kopf stellt und sie auf eine Reise schickt, auf der die Sagen des Nordens und die Magie der Freundschaft lebendig werden. Ja, klingt jetzt, wo man das so liest, eigentlich gar nicht besonders nach Alice im Wunderland, aber irgendwie soll es da wohl einen Zusammenhang geben. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. So, jetzt kommen wir zu den letzten drei Büchern. Das erste ist so ein Liebesroman, sag ich jetzt mal. Ein jugendlicher Liebesroman. Und zwar ist es von Kim Calverton, Sternengewitter. Sieht so aus. Ist, glaube ich, auch noch relativ neu. Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort ein Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur die 17-jährige Carter Moon zeigt sich völlig unbeeindruckt. Erst recht von dem jungen Hollywood-Star Adam Jakes, mit dem ihre beste Freundin Chloe ihr Zimmer tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein unglaubliches Angebot. Um das ramponierte Image des Stars aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine Freundin geben. Widerstrebend geht Carter auf den Deal ein, bis sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für Adam nicht nur im Skript stehen. Ja, also eigentlich finde ich, dass das ganz nett klingt. Bestimmt eine nette Liebesgeschichte für zwischendurch. Ja, und die letzten beiden Bücher, die ich ertauscht habe, sind erster und zweiter Teil einer neuen Reihe, die ich anfangen werde. An sich ist die, glaube ich, nicht so neu. Aber ich fand einfach, dass die Cover super süß waren und es geht auch wieder um was Übernatürliches. Das Ganze hat mich ein bisschen so, sagen wir mal, im Entfernten an die Rachel Morgan-Reihe erinnert von Kim Harrison. Blutspur, Blutpakt, Blutlied und sowas, wie die alle heißen, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich ja auch schon einige von gelesen, so 5 oder 6 und da geht es ja auch noch munter weiter. Da gibt es ja sehr, sehr viele von. Und die fand ich eigentlich auch immer so ganz nett für zwischendurch und ich denke mir so in etwa, so kann man das vielleicht ein bisschen jetzt hier vergleichen. Und zwar ist das von Shanna Swenson, Hex and the City. Das ist hier der erste Teil. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Also hier die Dame mit den Flügelchen und mit dem Fröschchen da. Da lese ich euch gleich was zu vor. Und hier den zweiten Teil, Alles außer Hex. So sieht's aus. Das finde ich eigentlich echt nett, so wie es aussieht. Und ich denke mal, das könnte ganz nett auch werden. Katie tauscht ihr Kleinstadtleben gegen den Glanz
New Yorks ein. Doch ihr Büroalltag als Marketingassistentin ist wenig glamourös. Während sie irgendwann fürchtet, zu durchschnittlich zu sein, um in dieser Stadt Erfolg zu haben, erkennen andere ihre Stärken. Katie erhält ein fantastisches Jobangebot und entwickelt sich zur Geheimwaffe einer sehr traditionsreichen Firma. Auch in der Liebe erscheint es jetzt auf magische Weise voranzugehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, worum es da so geht, aber ich glaube, das ist auch wieder irgendwie sowas, dass sie eigentlich irgendwas Übernatürliches darstellt, ob das jetzt eine Fee ist, so wie es jetzt hier vielleicht so dargestellt ist, und dass sie dann auch in so eine übernatürliche Firma sozusagen eingestellt wird. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich mir auch hier den zweiten Klappentext nicht durchgelesen habe so richtig, aber ich meine, irgendwie so wäre das. Keine Ahnung, finde ich, klingt auf jeden Fall interessant und bin ich gespannt. Ja, das waren dann meine Tauschticket-Neuzugänge. Es waren ja einige, aber ich habe halt auch einige Bücher weggetauscht und ja, die wollte ich halt eh nicht mehr lesen. Manche davon fand ich nicht so gut und so oder wollte die Reihe auch dann nicht weitermachen. Und ich meine, jetzt habe ich richtig geile Neuzugänge dafür, die mich alle mega interessieren und was will man mehr, ne? Wenn die anderen Bücher sowieso hier irgendwie im Regal vergammeln würden, das ist ja albern. Ja, ich freue mich auf jedes einzelne. Welches davon habt ihr schon gelesen oder was habt ihr noch auf eurem Sub liegen? Erzählt mir doch das ein oder andere vielleicht über die Bücher und welches davon ist vielleicht besonders gut oder besonders schlecht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!